P. Diddy plant wieder ein neues Megaprojekt. Angeblich will er in den USA einen eigenen Musiksender gründen. Sein Hit mit Christina Aguilera wäre dann wahrscheinlich auf Dauerrotation Platz 10 diese Woche für Tell Me. Eric Pritz stand lange auf Elektro- und Gothic-Musik. Erst als ihm sein Bruder ein Mixtape aus Ibiza mitbrachte, ist Eric auf House umgeschwenkt. Und damit hat er Riesenerfolg. Platz 9 für Proper Education. Cascada-Sängerin Natalie Haller kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Ihr Vater ist ein bekannter Jazzmusiker. Bei Natalie ist aber eher Dance-Pop angesagt. Every Time We Touch, diese Woche auf der 8. Pigloo war in Frankreich wochenlang die Nummer 1. Jetzt watschelt der kleine Pinguin auch bei uns in die Charts. Pigloo und Papa Pinguin neu auf Platz 7. Nevio ist halb Italiener. Laut eigenen Worten verbindet er in seinen Songs deutsche Gradlinigkeit mit italienischem Feuer. Mit der Mischung ist er ziemlich erfolgreich. Amore per sempre auf Platz 6. Hey, oh, listen what I say. Red Hot Chili Peppers sind gerade auf einer viel umjubelten US-Tour unterwegs. Als Special Guest mit im Gepäck sind Gnarls Barkley, Platz 5 für die Peppers und Snow Hey O. Sunrise Avenue haben sich in Finnland durch jahrelanges Touren einen Namen gemacht. Sänger Samu meint, er kennt in Finnland jeden Laden, in dem ein Stromanschluss ist. Fairy Tale Gone Bad, diese Woche auf der 4. Natalie Avalon macht im Kino gerade als Hippie-Ikone Uschi Obermeier Furore. Die Schauspielerin singt auch gleich den Hit aus dem Film zusammen mit Wille Wallo von Him. Summer Wine, neu auf Platz 3. Die ersten Chartswochen im neuen Jahr gehören ganz klar Nelly Furtado. Jetzt musste Nelly aber die Nummer 1 abgeben. Nach 6 Wochen an der Spitze geht's runter auf die 2 für All Good Things. Wir sind ein letztes Mal zurück bei den Top 100 und lüften das große Geheimnis um die neue Nummer 1. And the winner is Tokyo Hotel. Und die Jungs haben sich selber eine echte Steilvorlage hingelegt für das heiß ersehnte neue Album, das am 23. Februar erscheint. Und ich würde mal sagen, wenn das nicht mindestens von der Null direkt auf Platz 1 einsteigt, dann moderiere ich ab sofort den Fernsehgarten, heirate Dieter Bohlen und starte eine Eislaufkarriere. Ihr habt mein Wort. Die Single schafft in dieser Woche auf jeden Fall den Durchmarsch in den Top 100. Direkt von der Null auf Platz 1, Tokyo Hotel. Hier kommen sie jetzt mit Übers Ende der Welt. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe der Top 100. Bis dann.